Willkommen beim Meilencoach und meinem Videoreiseblog Faszinierendes Kolumbien. Bevor ich euch nach Bogota, Cartagena, Santa Marta, Tayrona Nationalpark mitnehme, möchte ich euch kurz sagen, was ihr hier erwarten könnt. Ich richte mich an alle diejenigen, die smart und sicher dieses Land mit seiner großen Vielseitigkeit erleben wollen, komfortabel, aber dennoch preiswert in 4-Sterne-Hotels unterkommen möchten, Wert auf gutes Essen legen, auch kulturelles Interesse und Lust auf besondere Natur haben. In diesem Sinne nehme ich euch mit auf meine spannende und interessante Reise, die reich an Insider-Tipps ist, gespickt von Anregungen von Einheimischen, die ich hier kennengelernt habe und die ihr nicht in den klassischen Reiseführern finden werdet. Ich schätze für euch die Qualität der von mir besuchten Hotels, Restaurants, Bars und Cafés sowie Touren ein und sage euch, was es mich gekostet hat. Dabei bin ich objektiv und ehrlich. Ich bekomme keine Provision für meine Tipps. Und zum Thema Sicherheit, wenn ihr euch von Drogen, Prostituierten, unautorisierten Taxis fernhaltet, dann halte ich Kolumbien für ein sicheres Reiseziel. Genug der Einführung. Viel Spaß mit meinem Reiseblog und vielleicht reist auch ihr schon bald nach Kolumbien, was mich freuen würde. Also, alles Gute und los geht's! Bevor ich nach Cartagena gereist bin, habe ich noch 2 eindrucksvolle Tage in Bogotá verbracht. Ich habe die faszinierende und lebendige Altstadt, international bedeutungsvolle Museen, wunderbare Kolonialarchitektur, tolle Restaurants und Cafés kennengelernt und einen fantastischen Ausblick auf die Stadt von einem 3150 Meter hohen Berg genossen. Das war unglaublich schön. Seht euch das auch an. Das Video dazu verlinke ich hier oben. Willkommen bei Meilencoach. Ich bin hier jetzt in Bogotá am Flughafen für nationale Flüge. Ich fliege heute nach Cartagena mit LATAM in der Premium Economy. Das war tatsächlich kaum teurer als Economy und es hat Gepäck und alles mit dabei. Insofern eigentlich besser und bin gespannt, was die auf dem Flug bieten und ich nehme euch mit. Also bis gleich. Hier schon vorm Check-in hat man einen tollen Blick auf das Rollfeld. Also hier auf der einen Seite die LATAM-Maschinen und auf der anderen Seite der Nationalcarrier Avianca. Heute ist tolles Flugwetter hier in Bogotá. Das Wetter ist deutlich wärmer geworden und jetzt geht es an die karibische Küste. Gibt es hier allerdings auf nationalen Flügen nicht, wenn es in die Sicherheit geht, aber es ist eh nicht viel los. Weniger als eine Minute wird versprochen. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell und unkompliziert. Man musste auch keine Flüssigkeiten rausnehmen. Alles ganz entspannt hier in Kolumbien, Bogotá. Der Flughafen macht einen guten Eindruck, ist alles ganz clean und aufgeräumt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was die Lounges bieten. Ich habe einerseits die American Express und den Priority Pass, aber auch mal schauen, ob es auch einen Zugang gibt mit der Premium Economy bei. Nach einem aufgeräumten und wenig chaotischen Eindruck. Immerhin wird auch Unterschied zwischen Premium-Gruppen und den anderen, also das sollte eigentlich gut gehen heute. So, die Premium Economy sind 3 Reihen hier, die auch ähnliche Philosophie, Mittelplatz mit beibehalten. Ich sitze heute in der 1A. Sehr viel Sitzabstand und wir sind in der A320. Also, die Maschine ist pünktlich fertig und wir starten. Also, Boarding ist completed, die Brücke ist weg auf die Minute. Nicht schlecht. Warte. Auch wenn es einsteigen geht, das kommt. Jetzt wieder vor der Tür meines Hotels, das Hotel Alfif, was ich eben gewählt habe, weil es ein charmantes Boutique-Hotel ist und nicht ein gesichtsloses Kettenhotel, also ganz anders als in Bogotá. Ich werde euch das auch zeigen. Es ist, ja, man fühlt sich gleich 200 Jahre zurückversetzt. Es ist sehr gepflegt, sehr schön und eben auch ein tolles Beispiel der spanischen Kolonialarchitektur. Wunderschön gekrönte Innenhof des Hotels. Ich nehme mich jetzt mit, auch in den Frühstücksbereich. Und hier oben sind die Suiten, die zweistöckig sind. Das zeige ich euch nachher auch. Und ja,
Es ist wirklich wunderschön ruhig. Hier ein kleiner Pool zum Abfrischen. Das ist sehr gelungen. Was auf den ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass die Zimmer keine Außenfenster haben, sondern es geht alles nach innen. Hat aber den großen Vorteil, dass es eben sehr schön ruhig ist. Wirklich ein netter kleiner Pool zum Abtauchen und Abkühlen und Entspannen. Hotel Alfif, was ein tolles altes Kolonialhaus ist, habe ich eine Junior Suite reserviert, die zweistöckig ist. Hier unten Bad, Sofa, Schreibtisch. Und dann geht es hier nach oben in den Schlafbereich. Obwohl es draußen 30 Grad und mehr hat, ist es hier drin angenehm kühl, sodass man gar nicht das Bedürfnis hat, eine Klimaanlage anzumachen. Guter Live-Musik, schon ein besonderes Karibik-Feeling. So, ich habe hier ein Ceviche und dazu einen tollen Cocktail mit Rum und Zitrus. Gratinita Fisch, schönes Gemüse, schaut gut aus. Willkommen beim Meilencoach in Cartagena de las Indias. Ich bin im Nordwesten von Kolumbien, in der wunderschönen karibischen Stadt in der Karibik. Die Innenstadt von Cartagena gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist also wirklich was ganz Besonderes. Ein Museum der Kolonialarchitektur. Cartagena de las Indias war schon immer eine sehr touristische, aber dafür auch sehr sichere Stadt. Selbst in den Zeiten, als hier noch Bürgerkrieg mit der FARC, der terroristischen Organisation, Guerilla-Organisation, zu kämpfen hatte, war Cartagena außen vor und konnte immer auch schon eigentlich relativ sicher besucht werden. Es ist jetzt ein Samstagmorgen um 7 Uhr, es ist relativ ruhig. Gestern Abend ging es hier absolut zu, ein wildes Treiben, viel Musik, hohe Lebendigkeit, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Aber ich wollte euch jetzt die Stadt noch mal ein bisschen in Ruhe zeigen, sodass ihr sie genießen könnt. Also absolut eine Empfehlung, schaut euch das an und ja, viel Spaß dabei. In Kolumbien darf nie die Plaza Bolívar mit einem Reiterstandbild des Befreiers, große Teile Südamerikas fehlen. Er ist ja ein absoluter Held und Begründer eigentlich Kolumbiens. Früher gab es sogar ein Großkolumbien, wo auch noch Venezuela und auch Ecuador mit dabei waren. Also die haben sich aber dann später wieder abgespalten. Diese wunderschönen, niedrigen, maximal zweistöckigen Häuser mit wunderschön gearbeiteten Balkonen aus Holz und im Kontrast zu den weißen oder bunt angemalten Häusern ist es schon das wunderbar. Hier geht rein natürlich die schönsten Pflanzen, hier eine wilde Bougainvillea an einem Balkon, herrlich. Also eine Straße ist schöner wie die andere, es ist wirklich herausgeputzt, sowas sieht man in Kolumbien sonst nicht so häufig, dass alles auch so clean ist, aber auch elegant, sehr schöne, durchaus auch teure Geschäfte, schöne Restaurants und Bars, werde ich euch auch zeigen. Noch Häuser, die heruntergekommen sind, die sogar gestützt werden müssen, die noch nicht renoviert wurden. In Cartagena herrschen ganzjährig Temperaturen um die 30 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit, also absolut Karibik-Feeling. Und ich werde euch natürlich auch die wunderschönen Strände, Inseln zeigen. Man kann hier auch wunderbar tauchen. Bin schon sehr gespannt, wie das alles aussehen wird. Auch auf der Straße sich sein Frühstück kaufen. Man muss nicht in die Coffeeshops gehen, die natürlich viel eleganter sind. Aber
Mir wurde auch gesagt, dass diese Innenstadt von Cartagena für Einheimische eigentlich viel zu teuer geworden ist. Oh, jetzt bekomme ich mein Frühstück. Einerseits einen schönen Fruchtteller, einen tollen kolumbianischen Kaffee und einen Saft, der sich Lulo nennt. Schmeckt hervorragend. Die Früchte sind in Kolumbien wirklich was ganz Besonderes. Extrem geschmackvoll, immer reif. Sowas kriegt man bei uns leider nur selten. Der offizielle Eingang zur Altstadt. Dieser Turm und dieses Tor auf der alten Stadtmauer wurde um 1631 errichtet und ja, trennt den Fort Gethsemane von dem alten historischen Zentrum. Sehr schön. Und hier sieht man auch gleich einen schönen Platz. Und von hier aus geht es dann in die Altstadt. Richtung Kathedrale und Plaza Portal de los Dulces, wo schon seit Jahrhunderten Süßspeisen auf Basis von Kokosnuss angeboten wird. Und jetzt sind hier auch die fliegenden Händler mit ihrem Angebot. Hier werden also Kekse und alle Arten von Süßspeisen angeboten, aber auch Hüte. Bietet sich ein wunderschöner Blick auf den Turm der Kathedrale. Und auch hier die Straße hin wird es sehr schmuck. Auch hier dieser Platz ist durchaus charmant. Da, San Pedro de Claver. Jetzt auf der Stadtmauer, die Stadt vor den Piraten schützen sollten. Und da hinten erstreckt sich das moderne Cartagena, was eher auch an Cancun oder sonstige große Strandstädte erinnert. Finde ich persönlich jetzt nicht so attraktiv. Interessante Perspektive auf den Glockenturm, der also im 19. Jahrhundert nachträglich auf die alte Stadtmauer gesetzt wurde und seit 1937 eine Schweizer Uhr die Zeit angibt. Puyo, toll gemacht. Und jetzt hier auf der Stadtmauer wird offensichtlich auch ein Bar und ein Café für ein Event aufgebaut. Alles sehr geschmackvoll und schön. An der Stadtmauer gibt es einfach die tollsten Blicke. Und da ist auch schon das Karibische Meer. Die Stadtmauer ist enorm breit gebaut, ja, um die Piratenangriffe, um Sir Francis Drake, den Engländern, abzuwehren. Die ist nicht immer so extrem massiv gebaut, aber trotzdem wirkt alles geschmackvoll. Man, die Figuren von Botero. Schaut euch doch auch mein Video zu Bogotá an, da war ich im Museum, es ist hochinteressant. Eines der vielen geschmackvollen Cafés hier im Zentrum von Cartagena. Vor dem Museo del Oro, das Goldmuseum von Zenú. Die Zenú ist eine Bevölkerung, ein Volksstamm, der hier bei Cartagena und südlich gelebt hat. In einem Feuchtgebiet, das abgesenkt ist, und dort hat man ganz beeindruckende Goldkunst gefunden, die hier in diesem regionalen Museum super erklärt werden. So, das ist der Innenhof von dem Goldmuseum und hier ist mein Interviewer. Hier bin ich mit Francisco, der mit mir eine ganz tolle Tour gemacht hat durch das Goldmuseum auf Englisch. Is it every day at 11 o'clock? Ja. So, jeden Tag um 11 Uhr hier im Goldmuseum macht er das ganz fantastisch unter seinem Kollegen. Vielen Dank für das. Thank you, Francisco. Oh, you're welcome. Take care. Thank you. So, ich stehe jetzt hier vor dem Café Abaco, was mir von Francisco aus dem Goldmuseum empfohlen wurde. Ich trinke vielleicht einen kleinen Kaffee in der ersten Kleinigkeit. Schauen wir mal. Schaut jedenfalls schon mal sehr sympathisch aus. Das ist auch gleichzeitig ein Buchladen. Durchaus originell, so nah an den Büchern.
nachzusitzen. Also man könnte wahrscheinlich hier auch ein Buch sich einfach ausleihen. Sehr nett. Und gerade weil es draußen so heiß ist, ist es hier angenehm kühl. So, ich probiere mal einen Cold Brew, der über 20 Stunden lang für dieser Kaffee ganz langsam durch eine gesunde Konstruktion durchkommt. Schmeckt sehr kühl, erfrischend, ein bisschen hart, aber perfekt, sehr stückig. Also dieses Kaffee ist sehr zu empfehlen, sehr chillig, guter Kaffee, leckerer Kuchen. Kann man auch direkt machen, also schaut hier vorbei. Irgendwie wird es nie langweilig, diese schönen Häuser zu sehen, also es ist schon ein besonderer Ort. So, hier ist das Claustro La Merced. Das ist ein Kreuzgang und ein Konvent. Früher gehörte das hier zum Theater. Und das Besondere ist, dass hier die sterblichen Überreste von Gabriel García Márquez, dem Nobelpreisträger, liegen. Er hat damals das Buch 100 Jahre Einsamkeit geschrieben. Er ist in Kolumbien geboren, aber ist dann später nach Mexiko gezogen und als Mexikaner hat er dann Weltberühmtheit erlangt. Es ist auch ein kleines Museum, das ihm gewidmet ist. Das Ganze könntet ihr kostenfrei besuchen. Es ist interessant, um hier mal ganz kurz durchzugehen. Er wird natürlich in Kolumbien sehr verehrt, weil das Land hat jetzt nicht so viele Nobelpreisträger hervorgebracht. Jetzt zur Universität von Cartagena und ja, ist an sich ein schöner Studienort. Schönen Früchtewagen wieder. Dieses Gebäude ist der Kooperation von Spanien und Cartagena gewidmet und hier scheint auch die Botschaft Spaniens involviert zu sein. Der Innenhof ist gigantisch. Auch das kann man hier völlig umsonst besuchen und ja, koloniale Luft schnuppern. Traumhaft. Jetzt sind wir im Castillo de San Felipe, was um 1650 erbaut wurde. Da gehen wir jetzt hoch. Diese Fortifikation war damals in einem Niemandsland, weil die Spanier, als sie das erbauten, war da drüben Cartagena und hier war Dschungel. Und es wurde hier erbaut, um die Bucht vor den Piraten zu schützen. Ich habe gerade von unserem Führer hier gelernt, dass die Stadt von 11 Kilometer Mauerwerk umgeben war. Davon existieren heute noch 8,5, 2,5 wurden zerstört im 19. Jahrhundert. Die schöne kolumbianische Fahne im Wind, die um 6 Uhr eingeholt wird, wurde das Kanonenpulver aufbewahrt, als man es noch braucht. So, jetzt gehen wir durch den Tunnel. Ist hier ein bisschen klaustrophob, ist das nicht? Also hier in diesen Gängen, die wurden einerseits die Treppen unregelmäßig gestaltet mit der Angreifer. Hier nicht so leicht zurechtfindet und es wird auch dunkel gemacht, damit man sie besser überfallen konnte. Und hier konnte man sehr gut irgendwelchen Angreifern aufflammen. Dreistufiges System für den Fall, dass irgendwelche Feinde den ersten Bereich überwinden, werden sie hier erwartet und ja, mit Kanonenschüssen bedacht. Auch hier hat man natürlich den Feind erwartet, ja, und natürlich ist ein tolles Licht, ein toller Blick. An diesem Platz hier oben haben sich die 20 Soldaten mit ihrem Kommandanten versammelt, um zu besprechen, was zu machen ist und wer wo Stellung bezieht in diesen Türmen oder diesen Wachtürmen, hat sich immer einer postiert, um dann zu kontrollieren, ob irgendwelche Feinde von den verschiedenen Seiten anrücken. Hier sind war der offizielle Eingang zum Fort und ein mit einer Ziehbrücke gesichert. Voller Blick über die Stadt vom obersten Punkt und dem obersten Wachtturm. Also ein Besuch von dem Castillo San Felipe ist unbedingt zu empfehlen. Es kostet zurzeit 30.000 kolumbianische Pesos, das sind ungefähr gute 6 Euro. Und ich habe mir noch einen Führer geleistet für ungefähr 10 Euro. Man erfährt dann doch einiges Historisches. Und ja, auch Dinge, die ich euch auf dem Video erklärt habe. Also,
kommt hier vorbei, wenn ihr mal nach Cartagena kommen solltet. Und ja, weiterhin viel Spaß. Große Action an der Plaza Bolívar. Lichter, viele Leute auf der Straße, natürlich überall Kutschen. Hier vor dem Glockenturm. Ja, Weihnachten ist nah. Jetzt sind wir in Gethsemane und hier ist richtig viel los. Musik auf der Straße, viel Verkehr und überall Bars und Restaurants. Versuchen wir mal das Restaurant de Coroncoro raus. Das wurde mir heute von einem Kolumbianer, einem Arbeiter empfohlen. Da geht er hin. Und da kann man gut essen und es sei nicht so teuer. Ambiente ist einfach, aber ja, auch mal was anderes. Also hier ist es wirklich sehr einfach. Gute Misch aus Touristen und Einheimischen. So kommt das, es ist eine Fischsuppe mit Gemüse und hier Limetten. Und so kommt es auf den Tisch. Das Ganze für unter 4 Euro oder eher 3,50 Euro. Also die Suppe ist gar nicht schlecht, es ist nicht wirklich edel, aber es ist würzig und schmeckt nicht schlecht. Es ist auch Kochbanal drin und Fisch, aber man darf nicht edepetete sein, da schmeckt nämlich auch Fischschwanz, der gutes Aroma gibt, aber den man halt natürlich nicht isst. Enthalten ist auch Kochbanane und sonstiges Gemüse. Nicht schlecht, aber ja, vielleicht nicht super ästhetisch. Ich dachte, das wäre eigentlich die Suppe gewesen. Jetzt kommt doch dieses Fleisch mit Bohnen und Reis und Kochbanane. Also der Fisch, das gehört noch dazu. Und das kostet immerhin noch weniger als 4 Euro. Wahnsinn. Also, das war jetzt nicht schlecht, aber ich würde sagen, eine einmalige Erfahrung, eher was für Leute mit ganz schmalen Geldbeutel, die sich mal so richtig satt essen wollten, oder für junge Leute. Also, das war okay, aber jetzt nicht wirklich delikat. Aber es ist ein Kultlokal und ganz urig und ja, muss man mal gemacht haben. Ich bin auf einer Rooftop-Bar gelandet, in Gethsemane, Lolas Rooftop-Bar. Mal schauen, was sie hier anzubieten haben. Also hier ein besonderer Ort in dem lauten Gethsemane, ein bisschen abseits, jetzt eher auf der teureren Seite, aber ja, hat auch was. Für deutsche Verhältnisse, Cocktails kosten so um die 10 Euro oder bis plus minus, aber das ist sehr fair. Auch die Bar ist relativ gut sortiert. Ich habe ein Maracuja Daiquiri mit Rum und frischer Passionsfrucht püriert, also wow. Bin gespannt, wie die schmeckt. Die schmeckt richtig, richtig gut. Buena vida, das gute Leben. Ist doch ein vielversprechend. Bin hier in einer tollen Roof Bar gelandet. Mal schauen, was der Cocktail kauft. Aber das war der erste Teil von meinem Cartagena-Video. Im zweiten Teil nehme ich euch in ein besonderes Kunstmuseum mit, zeige euch eine Menge coole Restaurants und Bars und nehme euch im Schnellboot mit zum Tauchen auf die Insel Isla del Rosario. Das solltet ihr nicht verpassen. Also, viele liebe Grüße vom Meilencoach.